So, YouTube. Hallo und willkommen zum Zockenende. Ja, vielleicht ist für euch nicht Wochenende, weil die Folge irgendwann unter der Woche kommt, aber ich hab Zockenende. Deswegen sage ich Prost. Und wir haben Probleme. Wir haben zwar 85.000 und machen 13.000 im Schnitt. Hier wurde gerade ein Feuer gelöscht. Wir haben die neue Pumpe angeschlossen. Unser Container macht jetzt fett Minus. Er hat nur noch 31% drin. Wir exportieren nämlich jetzt mehr Öl. Muss ich das hier leider aktivieren. Damit das Ding da wieder angeschlossen wird. Das sieht nicht gut. Ja, ich exportiere anscheinend jetzt auf einmal wieder viel zu viel Öl. Vorher habe ich ein Plus gehabt, jetzt habe ich auf einmal ein Minus. Ja, also, die Sache ist die, wir kriegen jetzt mal 17.000 rein. Nicht so gut Geld rein, nicht? Das ist ein großes Problem. Er holt hier Sondermüll. Oh oh. Müssen aufpassen. Der wird jetzt verballert. Und ich sehe, das ist einfach zu wenig. Wir brauchen jeweils zwei Wagen auf einer Route. Man wird immer abgelenkt. Müll, 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 Müll. Ja, dann bauen wir davon noch ein. Ey, ja, zu viel Kriminelle. Dann brauchen wir nämlich von dem blauen, glaube ich, noch eins. Den gibt es nämlich nur einmal. Ja. Das müsste sein. Bin mir nur nicht 100% sicher. Hier fahren inzwischen so viele Fahrzeuge. Ja. Dann kriegst du auch einen blauen Anstrich. So. Wir fahren sogar schon zwei. Warte mal. Ich wollte den, glaube ich, an die hier hinzufügen. Ich habe den zum falschen hinzugefügt. Wo ist er? Oh, wo ist er denn schon? Ist er schon so weit? Ich glaube, ich habe den hier hinzugefügt. Aber das ist Quatsch. Genau, das ist Quatsch. Deswegen kriegst du eine andere Route. Und zwar die Route hier. Das ist wichtig. Wo bist du? Seh dich nicht. Da bist du. Haben wir nämlich drei, die den Sondermüll wegbringen. Ich würde den nämlich gern so auf ja, ein paar Prozent runterdrücken. Und hier, die Leute sind da, aber der Müll nicht, sehe ich. Das ist auch so ein Faktor, den ich im nächsten Spiel verbessern wollen würde.
Ja, das reicht, glaube ich, auch noch nicht. Gut, jetzt weiß ich halt, wie das mit dem Müll funktioniert. Der holt 8000 im letzten Monat nur, also schwankt auch sehr stark, wie viel wir exportieren und importieren. Gut, wir bauen auch gleichzeitig, nicht? Dafür ist es eigentlich gut. Ja, das alles mit in Reichweite. Ich glaube, das habe ich schon gut geplant gesetzt, hoffe ich. Mein Puffer ist auf jeden Fall genug da, nicht? Wir produzieren auf jeden Fall ordentlich. Dass ein Wagen so viel vom Öl wegtransportiert, hätte ich nie gedacht. So, 19%. Wir müssen halt hier gleich aufpassen. Aber klar, natürlich, alles was ich hier verbrenne, landet natürlich da drauf, nicht? Darf ich auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ich hier, haha, ich habe 40% weniger hier, habe ich trotzdem hier 30% mehr. Das ist halt die Sache mit der Sache. Trotzdem muss da noch ein bisschen runter und weg. In der Stadt selber muss ich nichts machen. Das ist zumindest gut. Außer eine Uni wäre gut. Dann wären die Leute zufriedener. Gesundheit, Schlag- oder Herzanfall, nicht? Globale Pandemie. Oh, die schlägt auf jeden Fall zu. Nicht gut. Kind gestorben, kein Krankenhaus besuchen. Hunger und kein Fleisch bekommen. Ja, okay, dann geh einfach in den Laden. Fleisch ist da. Fleisch ist da. Fleisch ist da. Nahrung ist auch da. Geh hin, fahr mit dem Bus. Der fährt. Na, Fahrzeugtypen. Dafür, dass wir bauen, nur minus 2000 geht aber noch. Und wenn das noch nicht reicht, dann können wir die eine Pumpe noch anbauen, nicht? Das ist dann auch kein Kostenfaktor mehr. Nur wenn wir dann wieder die anderen anbauen wollen, dann wird es wieder ein bisschen knifflig. Und falls wir hier noch das Feld erweitern müssten, das wäre auch blöd. Der Preis sinkt, ja, vielleicht kann der Preis auch mal steigen, für Öl vielleicht. Trotz Bauen nur minus 600, das ist gut. So, und weil wir genau so wenig plus minus machen, habe ich hier angefangen, was zu planen. Eine Bekleidungsfabrik. Wir haben mal ein bisschen geguckt, was ich rechnen würde. Und Kleidung bringt 2000. Stoff kostet 500 und zwei Stoff werden zu einem Kleidung. Das heißt, 1100 werden zu 2047. Das heißt, man macht 1000 Gewinn und hat keine Nebeneffekte. Das heißt, wenn wir hier Stoff importieren, zur Kleidung bringen und wieder exportieren, ist das eine runde Summe, die uns nur Arbeiter kostet. Die Arbeiter haben wir, das heißt, das würde uns Geld bringen. Alles andere können wir entweder nicht oder würde uns nicht so viel Geld bringen. Ich habe zum Beispiel geguckt, Stoffherstellung selber. Da braucht man Chemikalien und dann fällt Sondermüll an. Also ein sehr teurer Faktor, nicht? Der Sondermüll bringt gar nicht mehr so viel ein. Vielleicht sollten wir dieses Geschäft deswegen mal aussetzen. Wo ist der? Das sehe ich ja nicht ein, dass das nicht mehr 1100 einbringt. Sägewerk, okay, das ist mir egal. Wo? Du hast Sondermüll? Müllverbrennung? Nee. Du? Gemischter Müll? Zollhaus. Du nicht mehr.
Wenn die meinen, uns hier über den Tisch ziehen zu können, sollen sie ihren Sondermüll behalten. Und sollen wir schön steigen wieder. Auch wenn es immer noch ein gutes Geld reinbringen würde, ist es mir das nicht wert, hier die Müllhalden zuzumüllen. Hier sind wir bei 92%. Hier kommt hier jetzt nichts mehr dazu, nicht? Das heißt, wir können sogar sagen jetzt schon. Erstmal färben wir den gelb ein. So. Und dann passen wir die Route an. Machen das nochmal weg. Wir gehen auf das letzte. Und wir beladen, warten bis voll. Wir entladen, warten bis leer. Entfernen die beiden Halte. Wir sagen Müllverbrennung, entladen, beladen, Müllhalte. Nee, hier, da will ich hin. Okay, entladen von allem. Dann entladen die nämlich auch nochmal ihren Sondermüll. Hoffe ich. Ah, ich habe die Route nicht auf alle drei umgemünzt. Nee. Du musst. Den Sondermüll erst loswerden. Dann haben wir das auf jeden Fall weg. Zack. So, und dann kann ich nämlich sagen, nur davon. Sehr schön. Und dann kriegen die das hoffentlich hier runter. Der Sondermüll bleibt auf dem Status. Und wir müssen unseren Müllentsorgern aber sagen, dass Sondermüll dahin kommt. Damit die nicht hier aus Versehen Sondermüll reinwerfen. Ja, das ist natürlich jetzt maximal weit entfernt. Und bei denen können wir sagen, gemischter Müll darfst du direkt dahin bringen. Und du auch erstmal. Das wird eine Weile dauern, bis der Sondermüll wieder Geld abwirft. Gemischter Müll. Dann können wir erstmal das hier leer machen. Und alle bringen ihr Müll hier hin. Und dann haben wir da Frieden und Ruhe. So, 8000 letzten Monat trotz Bauarbeiten gemacht. Diesen Monat schon plus 2000. Und die Pumpe ist schon voll. Hier fehlt noch ein Weg. Den habe ich ganz vergessen. Bauen wir. Und dann wird das auch fertig. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob das hier auf über 30 wieder steigt. Was mit der Feuerwehr? Funktioniert noch. Sehr gut. Wasser funktioniert noch. Sehr gut. Holz? Ja, Holz ist so ein bisschen das Sorgenkind, ne? Ich meine, hier ist genug Holz drin, aber das... Ach, hier sind nur zwei. Ah, okay. Ich kaufe die mal. Wenn ich es eigentlich doof finde, weil hier sind vier drin.
hier auch. Die habe ich anscheinend mal übersehen. Weil dann lagert hier auch nicht so viel Holz. Hier ist ein bisschen Holz drin. Hier auch. Dann dürfte hier auch wieder mehr Holz reinkommen. Weil die es da rausholen können. Und hier sind sogar ein bisschen Plus an Brettern inzwischen. Sehr gut. ...8700. Solange es positiv ist... ...und wenn es nur 1000 sind... ...obwohl wir Sachen machen... ...ist alles okay. ...81 nur noch. Sehr gut. Dafür ist es hier recht voll. Wir müssen, glaube ich, hier mal die verbundenen Fahrzeuge... ...ändern. Und zwar... ...den hier. Auf das da ummünzen. Jetzt sind alle... Nee, der muss blau werden. So, dann passt es wieder. Irgendwie dumm, dass ich den Müll von hier wegtransportieren muss. Um ihn dann wieder hinzutransportieren, was sonst nicht zählt. Also ich finde die Müllverbrennungsrate auf jeden Fall nicht gut. Ach ja, sobald wir wieder über 100.000 haben, gucken wir mal, ob wir die Uni anfangen, damit wir forschen. Das ist, glaube ich, der Faktor, nicht? Wir haben keine Forschung. Aber ja, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum. Ah, den hätte ich vielleicht spiegeln müssen, fällt mir auf. Passt das auch? Oh. Besser. So. Jetzt brauchen wir Lagerhäuser, hatte ich gesagt. ...140 Tonnen Stoff. Wie viel verbrauchen die an einem Tag? ...2,4 Tonnen. Wäre so 240 vielleicht, so mal 10. Gar nicht schlecht. ...480. Ich glaube, das hier ist kleiner, nicht? Aber nicht so flexibel von der Ansteuerung. Und das hier ist ein bisschen besser. Ich habe hier einen Mod, den nehmen wir bei den Gabelstapler-Dingern. Factory to Factory. So. Aber
Ha, dumm. Weil auf der anderen Seite müssen die auch hinfahren. Ist das gut oder blockieren die sich dann? Ha. Also früher haben die sich massiv blockiert. Das könnte also mega dumm sein, was ich hier gerade mache. Was haben wir denn? Da haben wir noch Warenhäuser, die sind noch größer, nicht? Die brauchen wir nicht. Ich glaube, die wären zu mini. Ich finde super, dass man die Gebäude spiegeln kann. Das ist so eine sinnvolle Funktion, dass es die nicht in anderen Spielen vermehrt gibt. So schade. Weil meistens ist das Problem, dass man halt das dann nicht so stellen kann, wie man das vielleicht gerade braucht. Okay. Die Industrie wird auf jeden Fall größer, als ich gedacht hätte. Das heißt, auch ein Kostenfaktor beim Bauen. Aber halt nicht so viel wie Stahl. Also nicht so viel wie vielleicht eine andere Industrie. Jetzt brauchen wir wieder. Und ich baue nur noch die großen, nicht? Also die kleinen Transportdinger sind, glaube ich, Murks. Und das darf auch nicht zu kurz sein, weil dann, gerade bei 8, wenn die denn rausfahren, dann können die sich, glaube ich, wirklich blöd überschneiden. Ah, der macht immer den Screenshot. Aber wenigstens stellt er alles wieder her, wie es vorher war. Und jetzt LKW-Laderampe. Reicht eine Vierer, oder? Large Cargo-Dings. Die war doof, nicht? Weil die nur... Das war bei der blöd. Wenn wir drei Fahrzeuge bringen, drei bringen weg. Oder 4-4. Kriege ich die zwei dahin überhaupt dann? Ich glaube, das ist eine ganz knappe Kiste, wenn ich das jetzt drehe. Ja, das würde nicht passen. Ah, das ist die kleine, nicht? Die Zweier. Ah. Okay, eine Sechser. Wie groß ist die? Die wäre Durchfahrt, die ist blöd. Und die Sechser ist genauso groß wie die Vierer, nicht? Komisch. Dürfte nur bis hier gehen, damit das passt. Ja. Weil wenn man halt eine Sechser... Das bringt dir nichts. Ich bin zu müde und verabschiede mich ins Bett. Gute Nacht! Das bringt ganz viel! Nix bringen ist der falsche Ausdruck. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielleicht, wenn wir es so stellen... Ja, 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 ja. Aber dann kann das nicht gerade werden.
Wird auf jeden Fall größer, als ich erwartet hätte. Ja, nee, ich muss das getrennt machen. Anders geht's nicht. Das ist aber sehr lang gezogen jetzt. Sehr lang gezogen. Jetzt ist nur die Frage, geht das hier ran? Natürlich nicht. Auch damit nicht. Das heißt, wir müssen noch eins nach vorne, Minimum. Ich kann ja zwischendurch weiterlaufen lassen. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Obwohl, ja doch, die können schon anfangen zu bauen. Gut, ich könnte. Das könnte noch klappen, nicht? Ja. Okay, aber die wollen schon anfangen. Wir beschleunigen das Ganze erstmal. Indem wir wenigstens ein paar Kiesstraßen zimmern. Das wird ein teurer Spaß. Und was fehlt? Und was können wir hier noch hinbauen? Gut, dass ich hier noch keine Straße gezogen habe. Eine Bushaltestelle. Ja. Weil wir müssen ja auch die Leute dahin bringen. Vielleicht würde es sogar Sinn machen, das zu bauen. Und dann aber zu sagen, LKW verboten, Busse verboten. Gibt es nicht auch nur Busse? Das wäre cool. Du.
Das wird auf jeden Fall eine großartige Industrie. Wie sieht es eigentlich hier in der Müllfront aus? 81%. Nicht viel weniger geworden, nicht? Sondermüll bringt jetzt wieder 1000. Tja. Jetzt sind die Bretter out of source. Obwohl Arbeiter sind genug da, nicht? Es liegt auch genug Holz bereit. Was sind hier für Fahrzeuge? 9,7 Tonnen Holz können die transportieren. 11 Tonnen. 16 Tonnen. Wie schnell sind denn die? 70. Der wäre 65. Ja, aber... Für 7 Tonnen Holz mehr pro Fahrt. Tausender mehr. Für was könnte ich die verkaufen? Weiß ich nicht, nicht? Sehe ich irgendwo den Rest wert? Hm. Du. Polizeibeamte habe ich noch. Richter fehlen immer noch. Ärzte habe ich noch ein paar. Die sind inzwischen weggestorben hier, nicht? Ich brauche die Uni. Jetzt brauche ich Geld. Mann! 29. Okay, plus minus 0 aktuell. Aber ist auch noch nicht fertig hier. Ja. Von mir aus mal alle bitte. Das müsste eigentlich auch noch... Ein Gebäude brennt. Oh nein. Die Kirche. Aber die ist direkt hinter der Feuerwache. Oh no. Paris. Wir sind Paris. Ich fühle mich direkt verbunden. Oha, die brennt aber richtig gut. Normalerweise geht es bei zwei Fahrzeugen richtig krass runter. Bop. Aber nee. Das trotz 15 Feuerwehrleuten. Ich muss mal gucken. Ja, nicht, dass das hier zu wenig wird. Sieht aber noch okay aus. Der hier hat noch zu viel Arbeiter drin, ne? Lieber der 12 und der dafür nur... Auch 12. Schule hat keine Lehrer mehr. Na. Ich glaube, ich krieg langsam eher Ungebildete. 9 Ungebildete. Ja, muss ich aufpassen. 36 nur noch mit Universitätsabschluss. Ich war mal auf 52. Da haben wir ein Defizit. Und das Abwasser haben wir auch noch nicht gebaut. Ach Leute. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Aber wir machen neuerdings immer Plus.
Wir können ja mal gucken. Gibt es hier nicht so eine schöne Statistik? Summe. Da. Okay. Ja, also wir sehen aber, es geht öfter hoch. Ich weiß nicht, was Summe 0 bedeutet und Summe P. Achso, Dollar. Okay. Dollar interessiert mich ja nicht. Aber grundsätzlich insgesamt immer im Minus. Aber warum? Ist hier nicht... Achso, das ist das gesamte letzte Jahr. Ah, okay, das ist in Jahren gerechnet, die Summe. Okay, wir hatten noch kein Jahr, was im Plus geendet ist. Außer einmal fast. Und dann haben wir wieder viel gebaut, nicht? Wir hatten mal gesehen, die letzten 6, 7 Jahre habe ich nichts mehr ausgegeben. Und dann wieder doch... Okay, dieses Jahr. Dieses Jahr sehen wir, sind wir sogar über dem Null immer gewesen. Bis auf im Januar und am Anfang Februar. Oder Mai letzten Jahres oder sowas. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Monate zurück. Ja. Ein Baby zurück. Insgesamt dieses Jahr schon plus 34. Das ist gut. Wir können mal gucken, was brauchen wir am meisten in diesem Jahr? Vom Geld her Treibstoff, nicht? Und Stahl. Dann Essen. Wenn wir immer in dem Faktor Essen ausnegieren würden als nächstes nach den Kleidungen. Ich meine, die kostet zwar nur 5.000. Das könnten wir erstmal wegkriegen, plus den Export, nicht? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Das heißt, wir würden da durchaus nicht nur 5.000, 6.000 einsparen, sondern auch noch 10.000 bekommen. Also im Endeffekt 20.000 schon mal reinbekommen. Mit den 20.000... können wir auf jeden Fall dann die Nahrung angehen. Und dann würden wir 25.000 Import reduzieren und eventuell einen Export von 5.000 noch schaffen. Dann würden wir nochmal 30.000 machen. Dann wären wir schon plus 50.000 plus die 20, die wir haben. Dann wären wir plus 70.000 pro Monat. Und bei 70.000 pro Monat, da kann man wieder richtig anfangen zu bauen. Und dann würde ich sagen, bräuchten wir als erstes aber Industrien. Ja, jetzt ist eigentlich, wäre das mit den Arbeitern nicht passiert, hätte ich, glaube ich, vorher auch die Bauindustrie aufgezogen. Jetzt habe ich zu viel Arbeiter, weil ich wieder weiß, was ich machen muss. Und jetzt habe ich keine Bauindustrie und muss teuer die Sachen kaufen. Es gibt zwei verschiedene Kiesgruben, interessant, mit mehr Arbeitern. 100% Qualität, das wäre gut. Qualität der Quelle, nur 70%, puh. Zementwerk, Sprengstofffabrik, Abrissbüro haben wir. Eisenmine, wo ist Eisen?
Da hinten. Ach du Scheiße. Ja gut, ich hatte es damals gesetzt, um dieses Werk da anzusteuern, nicht? Ja. Und Kohle. Wir können auch Kohle noch exportieren. Da hinten. Ach du Scheiße. Ja, im Editor sahen die Entfernungen nicht so riesig aus wie jetzt. Warum habe ich hier vorne nichts? Frage ich mich. Ich meine, hier habe ich einen riesigen Platz für irgendwas. Kann mir auch keiner mehr erklären. Öl, okay, das weiß ich. Was haben wir noch? Kies, Kleidung, Asphalt. Die anderen Sachen, okay, Bauxit haben wir noch nicht. Und Aluminium und Co. auch nicht. Das heißt, nur Eisen. Ja, ich würde die Karte dann nochmal umdesignen. Wenn es wirklich... Oh, minus 11.000. Eieiei. Jetzt fangen sie an, hier zu bauen, nicht? Okay. Nur 24%. Jetzt kommt doch mal. Da sind Arbeiter da. Da fehlen nur ein bisschen Stahl und ein bisschen Elektronik. Und das liegt im Lagerhaus. Jetzt kommen sie richtig schön. Sup, 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 sup. Okay, das fühlt sich langsam nicht, weil die jetzt den da auch dahin bringen. Mhm. So, die bringen... Wie viel Tonnen? Okay, das ist interessant, nicht? Die bringen zwei Ladungen und dann kommt nur 0,878 raus. Aha. Wie viel bringst du? 0,11. Wird zu 0,1. Du bringst 6,5. Hier haben wir 0,8. Wird voll. Minus 8 zu 6. Also 0,5 nur weggebracht. Irgendwie ist das merkwürdig mit dem Müll. So. So, 6,5. Er hat 0,33. Wird zu 6. 6,5 wird zu 6 Tonnen. Das ist doch bescheuert. Ich glaube, das funktioniert hier nicht richtig. Es kann doch nicht sein, dass bei einer Effizienz von... Ich glaube, das ist falsch rum. Ja, das ist verbuggt. Aber aktuell hat das nicht eine Effizienz von... Wo ist... Hallo, Müll. Müll. Hat das hier nicht eine Effizienz von 80, sondern nur eine... Das heißt, Sondermüll ist eigentlich besser. Deswegen ist Sondermüll besser, weil deswegen ging der schneller weg immer. Alles klar.
Die Verarbeitungseffizienz bedeutet nicht, ich verarbeite 80%, sondern es bleiben 80% übrig aktuell. Ich glaube, das ist nicht richtig. Das heißt, wenn ich hier was Brennbares liefern würde, würde es komplett wieder so rauskommen, wie ich es reingebe. Ich glaube, das ist buggy. Ich finde es sowieso buggy, dass ich Müll reingebe und Müll rauskriege. Aber die Werte stimmen nicht. Deswegen wird das ja auch nur ganz langsam weniger. Also die 20%, nicht? Von jedem Müll, den ich produziere, verbrenne ich nur 20%. Und das Zinseszins, weil ich ihn immer wieder reingebe. Das heißt, wenn ich 100 habe, dann habe ich danach 80. Die 80 gehe ich rein, dann habe ich danach 60. Nee, nicht mal. Dann habe ich danach... Wenn ich 80 reingebe, habe ich, weiß nicht, 68. Dann gebe ich die 68 rein, dann habe ich 52. Dann gebe ich die 52 rein, dann habe ich 43, 44. Irgendwie so, nicht? Und das kann es irgendwie nicht sein. Ich fände es halt logisch, wenn neben Restmüll Asche anfallen würde. Das fände ich realistisch. Also wenn aus der Müllverbrennung nicht Müll, sondern Müll plus Asche rauskommt. Und dann, weiß ich nicht, ich gebe 100 Tonnen rein, ich krieg 2 Tonnen Müll raus oder 5 Tonnen Müll von mir aus und dann irgendwie 50 Tonnen Asche oder so. Und mit der Asche kann ich dann wieder Dünger herstellen oder irgendwas, nicht? Wie viel bringt hier Asche? Asche. Gut. Würde auch Geld kosten zu exportieren, und zwar 9. Wie viel bringt Müll, wenn ich den exportiere? Wo ist er? 10. Wäre auf jeden Fall ein bisschen billiger. Ja gut, dann müsste der Müll vielleicht teurer werden oder so. Ah, endlich pumpt sie mit. Sehr gut. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier wieder hochkommen. Wenn nicht, muss die andere da hinten auch noch ran. Letzten Monat minus 10.000 gemacht. Okay. Ja, Kies ist so teuer, nicht? Das habe ich gesehen. Kies kostet 9. Das ist echt viel. Was kosten denn Platten? 26. Das ist die Frage, wie viel Kies brauche ich und wie viel Platten brauche ich für eine Straße? Ja, das nimmt ein bisschen die ganze Fahrt gerade raus. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen und den nach und nach abzahlen über 20 Jahre. Aber eigentlich will ich das auch nicht. Ich finde es eigentlich richtig, das für mich, auch wenn es für alle anderen wahrscheinlich langweilig ist, genau die Phase im Spiel, die ich halt so spannend finde. Ohne Kredit zu versuchen, autark das abzukriegen. Ich würde sogar gerne haben, dass das Anfangsgeld nur ein Kredit ist, der dann nach x Jahren vielleicht zurückgezahlt werden muss. Dass man so 5 Jahre hat, das Geld, und dann muss man zurückzahlen. Das wäre auch noch krass. Dass man so einen Druck hat oder so. Aber ja, sehe wahrscheinlich nur ich so. Du, 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 du.
Wow, Flugzeuge. Flugzeuge in meinem Bauch. 4000, 5000. 28 geht leicht hoch, nicht? Ich glaube, jetzt haben wir eine Waage. Wenn so 1% steigt über einen Monat, nicht? Dann habe ich in 70 Monaten ist das Lager erst voll. Das ist okay. Ich glaube, das ist jetzt in der Balance. Cool wäre hätte jetzt, wenn Öl irgendwie mehr abwerfen würde. 18. Ist von 22 auf 18 gefallen. Das ist krass. Das ist unser größtes Problem. Ach verdammt, die brauche ich ja. Ich habe das so geplant, dass ich die hier nicht wegnegieren kann. Nur die beiden sind optional. Shit. Das ist doof. Okay, können aber alle daran mitarbeiten. Selbst der. Warum ist kein Baubüro zugewiesen? Warum ist kein Baubüro zugewiesen? Hä? Hä? Jetzt geht's auch weiter. Warum? Hä? Okay, doch Buggy.
Sehr merkwürdig. Okay, ich dachte, das Problem haben wir gelöst. Okay. Kann man nur jeweils eins zuordnen? Der Quatsch. Jetzt haben hier zwei Nein gesagt und dafür hat der vier. Okay. Ah, merkwürdig. Ist vielleicht wirklich auch ein bisschen weit weg. Plus 8000 diesen Monat, das ist gut. Haben wir den letzten Monat auf jeden Fall fast wieder drin. Ich meine, wir waren schon auf 32.000 runter, nicht? Das heißt, wir haben schon 54.000 wieder wettgemacht. Und wir haben noch Dollar. Kann ich nicht einen Kredit in Dollar geben? Das wäre doch mal was. Zwölf gemeldete Straftaten. 21 wurden nicht untersucht. Okay. 102. Okay. Die Polizei hat nicht mal nicht gemeldete Straftaten nicht untersucht. Oh weh, die Bösen. Naja, hier. Wir können mal gucken beim Öl, wie sich das entwickelt. Über alle Zeit. Na, ist auf jeden Fall auf dem Tief. Da gab es mal eine Hochphase. Er scheint gerade ein bisschen aufwärts zu gehen. Wie sieht es denn bei Kleidung aus? Macht das überhaupt Sinn oder fällt die zum Beispiel ins Bodenlose? Nee, Kleidung steigt. Okay. Dann dürften nur Stoffe auf lange Sicht teurer werden, wenn ich die importiere. Oh, die sind auch teurer geworden. Jetzt schon 600 statt 400, als ich das geplant habe. Okay, das ist ein fies. Alles fies. Kein Baubüro, kein Baubüro, kein Baubüro. Okay, warum nicht? Was stört dich? Das ist nicht okay. Warum bist du nur noch auf 1000 Metern? Keine Straßenverbindung. Ach. Nee. Jetzt sag nicht, dass die Verkehrsschilder schuld sind.
Okay. Wow. Okay. Krasser Faktor. Hä, aber... Okay, weil hier nur Bus... Ah, die konnten... Einmal konnten sie keine Arbeiter hinbringen und einmal konnten sie keine... Weil die Straße hier noch nicht fertig war. Da habe ich mal die Schilder vorgeplant und dann sowas. Toll. Mann. Das ist doch fies. Eine fiese Map. Jetzt kommen auch die Baumaschinen zurück. Ich würde sagen, das war doch erfolgreich nochmal herausgefunden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich lasse das ein bisschen bauen und wir spulen dann für euch vor. Vielleicht gehen wir auch pleite, aber wir haben 92.000. Das sieht gut aus. Wir sehen uns.